Ja, für einen Schluck Wasser, so viel Zeit muss sein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird natürlich dem Antrag von SPD und CDU zustimmen. Die Gründe dazu insbesondere eben die Gefahr zu bannen, die schleichende Privatisierung der Wasserversorgung zu verhindern, sind eigentlich hinlänglich von meinen Vorrednern dargelegt worden. Danke dafür auch nochmal und möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass das Thema viele Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union bewegt hat. Die Bedeutung und Wichtigkeit des Themas wird nämlich auch dadurch belegt, dass aktuell 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union die Bürgerinitiative Right to Water unterschrieben haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürgern anzuschließen und vielleicht auch noch die Unterschrift drunter zu setzen. Die CDU steht natürlich auch in einer zwiespältigen Situation. Das möchte ich hier nochmal ansprechen. Denn hier in Mecklenburg-Vorpommern, so gut ich das finde, stemmt sie sich gegen die Privatisierung. In der Bundesregierung überlässt Kanzlerin Merkel allerdings ihrem FDP-Wirtschaftsminister Rösler aus meiner Sicht zu freie Hand. Richtig, damit wurde das Problem ja erst losgestoßen, indem Herr Rösler im Rat zugestimmt hat. Da ist zumindest die Frage gestattet, wie das eigentlich zusammenpasst. Ich wünsche dahingehend Frau Merkel Mut zur Richtlinienkompetenz und Mut, sich auch gegenüber der FDP durchzusetzen. Ich begrüße aber gleichwohl die Positionierung der CDU hier im Lande. Meine Damen und Herren, ich komme zum vorliegenden Änderungsantrag der Grünen, den eigentlich Herr Müller ja auch schon vorgestellt hat. Erstens hat es uns schon ein bisschen verwundert, warum sich der vorliegende Antrag nur an die Mitglieder des Europäischen Parlaments wendet. Er müsste sich zuständigkeitshalber natürlich auch an die Mitglieder des Deutschen Bundestages und eben auch an die Mitglieder bzw. an die eigene Bundesregierung wenden. Nur dann ist der Antrag konsequent. Zweitens erfasst der vorliegende Antrag nicht die gesamte Problematik, denn auch die interkommunale Zusammenarbeit wird durch die geplante EU-Richtlinie bedroht. Auf dieses Problem hatte der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern bereits im Mai 2012 in einem Schreiben an die Landtagspräsidentin und an den Ministerpräsidenten hingewiesen. Wir haben das Schreiben alle in Kopie erhalten. Und demnach wäre eben die Mitbenutzung zum Beispiel der Sporthalle, der Nachbargemeinde für den Schulsport, das gemeinsame Rechenzentrum, die gemeinsame Rechnungsprüfung, auch das gemeinsame Standesamt, all diese Dinge wären ausschreibungspflichtig. Das gilt auch und insbesondere für die Bildung von Zweckverbänden oder gemeinsamen Kommunalunternehmen. Ich zitiere hier Herrn Tomala aus dem besagten Schreiben einfach mal. Zitat Anfang: Dies würde die kommunale Zusammenarbeit in erheblichem Maße erschweren und insbesondere bei unserer kleinteiligen Struktur Hürden aufbauen, die die Aufgabenerfüllung gefährden. Zitat Ende. Im Übrigen weist der Städte- und Gemeindetag auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hin, der die kommunale Zusammenarbeit dem europäischen Vergaberecht klar entzogen hatte. Wir sollten die Meinung und Stellungnahme der Dach- und Spitzenverbände ernsthaft berücksichtigen. Deswegen bitte ich um Zustimmung zum Änderungsantrag der Grünen Fraktion. Dem Antrag von SPD und CDU stimmen wir natürlich zu, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus